was alles möglich ist für die große Leinwand und fürs Kino, das zeigt uns Elsa Kremser, eine Absolventin hier aus Ludwigsburg von der Filmakademie, die einen Dokumentarfilm gemacht hat, der alles andere als ein Dokumentarfilm ist, beziehungsweise nicht als ein solcher erscheint. Er heißt Space Dogs. Er handelt von Straßenhunden in Moskau. Das klingt jetzt erstmal sehr banal oder abstrus, aber was die tolle Elsa gemacht hat, ist, es gibt eben den berühmtesten Moskauer Straßenhund Laika, der damals von den russischen Kosmonauten ins All geschossen wurde als erstes Lebewesen. Und die russische Legende besagt, dass sein Geist wieder zurück als Straßenhund auf die Erde gekommen ist und weiterhin durch Moskau streift. Und es gibt eben in Moskau tausende dieser Straßenhunde. Und was Elsa schafft, ist, sich diesen Hunden ganz, ganz besonders zu nähern. Man streift quasi mit diesen Tieren durch die Stadt. Und es gibt zwischendrin eben immer wieder ganz besondere, noch nie gesehene Archivaufnahmen von eben dieser Laika aus den 60er Jahren, rund um all das, was mit den Kosmonauten passiert ist. Und diese Vermischung dieser beiden Elemente macht es zu einem großen Kinodokumentarfilm, den man eben auf einer großen Leinwand sehen muss. Und man kann sich es gar nicht wirklich vorstellen, deswegen ein erster Eindruck zeigt sicherlich der Trailer. Высоко на орбите Земли парила мертвая собака в космической капсуле. Ее звали Лайка, и когда-то она жила на московских улицах. Есть легенда, что дух Лайки опустился подобно комете на Землю. И бродит с тех пор по улицам Москвы. Das kann Kino, diese beiden Welten zusammenbringen. Das kann augenscheinlich die Ausbildung der Filmakademie Baden-Württemberg, wo Elsa ihr Handwerk gelernt hat. Und in aller Hoffnung, dass es auch euch interessiert, kann ich euch nur raten, den Film anzuschauen, sobald er bei euch in eurem Kino läuft. Wir werden hier ihn in Ludwigsburg sicher ganz bestimmt auch zeigen. Viel Spaß damit im Kino.